ist alles dicht. Ja, aber wie viel? Höhendifferenz 1000 Meter. Was ist das? Nein, ist super. Also das ist ja normal, wenn man auf den Berg geht, oder? Ich habe vier geschälte Karotten dabei. Die ganze Reisegruppe steht da vor dem Schild und alle schauen sich das brennende Haus an. Aber die richtige Richtung, das weiß natürlich niemand. Egal. Logisch. Geradeaus, weil das ist ziemlich geradeaus. Und da macht das Serpentine dann zu. Also, wo sind wir gelandet, Julien? Bei der verbrannten Hütte. Da sieht man noch einen Teil von abgebranntem Holz, da eindeutig schwarz. Da hat es gebrannt. So, siehst du schon den Gipfelkreuz, Elisabeth? Ich sehe hier vor lauter Bäume das Kreuz leider nicht mehr. Wir dürfen nicht zu viel machen, weil ich muss für ein Ernstes nachschauen, wann der Zug geht. Warte, machen wir Stopp.